Hallo, willkommen bei Bossejagd Shop. Heute wieder ein Video. Heute möchte ich euch erklären von Echomax einen aktiven X-Band Radar Target Enhancer. Das ist unter dem Fachbegriff RTE oder auf Deutsch aktiver Radarreflektor bekannt. Dieses Gerät empfängt ein Radarsignal von der Berufsschifffahrt oder einem anderen Radargerät von der Sportschifffahrt und sendet dann ein verstärktes Signal aus, so dass das eigene Schiff viel größer erscheint, als es wirklich vom Radar-Echo her wäre. Also hier der X-Band. Das ist das Gerät. Hier ist die Elektronik drin. Hier unten ist ein Gewindefuß, ein Innengewinde, da kommt ein Gewindefuß dran später, zeige ich noch. Dann haben wir 24 Meter Kabel. Das ist ein ganz normales zweiadriges Kabel. 24 Meter reicht für die meisten Masten aus, kann aber auch gleich noch verlängert werden. Dazu gibt es im Set dann solch eine Box. Das ist die Bedieneinheit. Hier kann ich es einschalten und auch Alarme mir darstellen. Diese Box wird auf die Wand draufgeschraubt, hat hier unten Steckverbindungen, zwei Steckverbindungen, die Stecker sind dabei. Wenn ich das jetzt auf die Wand draufschraube, dann guckt das natürlich raus. Deswegen haben die Hersteller sich überlegt, das hinten auch nochmal zu machen. Das heißt, diese Stecker kann man genauso gut hinten reinstecken. Dann ist es in der Wand verschwunden und ich sehe nur das schwarze Teil und habe mich diese Stecker Salat unten. So, jetzt habe ich hier ein Netzteil. Ich habe hier 12 Volt angeschlossen und den aktiven Radarreflektor hier. Der antwortet ja auf ein Radarsignal, was im X-Band eintrifft. Das X-Band liegt bei 9,3 bis 9,5 GHz, eine sehr hohe Frequenz. Aber freundlicherweise haben Piezo-Feuerzeuge ein Element drin, das auch solche hohen Frequenzen erzeugen kann und ihn auslösen kann. Das ist auch der Test, ob er aktuell funktioniert. Muss man zwar mal einen Mast hoch und den dann in die Nähe kommen, aber da kann man das auslösen. Heißt einfach in der Nähe einmal klick-klack und dann löst er aus. So, dann schalten wir jetzt einmal an. Jetzt ist das Gerät an. Und wenn ich jetzt hier auslöse, dann sehe ich erstmal ausgeschaltete Alarm hier. Die grüne Lampe geht an, es ist ein Signal eingetroffen, man hört das Klicken im Hintergrund, jedes Mal geht die Lampe an. Wenn ich jetzt den Alarmgeber noch dazu schalte, den Pieper dazu schalte und mache das nochmal, dann höre ich, dass dort ein Alarm gekommen ist und ein Radarsignal eingetroffen ist. Das wird ja meist unter Deck in der Navigation verbaut, ist auch nicht so besonders laut. Deswegen ist es möglich, sich noch ein zweites Alarmpanel dazu zu schalten. Dazu kommt hier eine Brücke in den Stecker. Und wir haben hier braun und link, das ist im Handbuch aber beschrieben, einmal gebrückt. Man kann auch hier einen Ausschalter vorsetzen, aber ich habe es jetzt immer dauernd angeschaltet. Und über einen zweiten Steckkontakt, kann ich dann einen externen Alarm anschalten. Das ist jetzt erstmal so verkabelt hier auf dem Tisch. Das wäre der externe Alarm, hier mit An- und Ausschalter. Heißt, wenn ich den ins Vorschiff setze zum Beispiel, können auch andere Crewmitglieder da draußen im Cockpit, wenn es da trocken ist, dieses Panel ist jetzt nicht trocken, aber nicht wassergeschützt. Dann wird das auch mit ausgelöst. Ich kann es erstmal einmal ausgeschaltet lassen, auslösen und jetzt das dazu geschaltet, jetzt piepen beide. Wir sehen auch schön, dass hier noch ein Licht angeht, sodass man das zuordnen kann, welcher Alarm gerade losgegangen ist. Jo, damit kann ich einen Alarm oder einen zweiten Alarm von eintreffenden Radarsignalen erhalten. So, dann kommen wir nochmal zu der Befestigung. Dieses Gerät wird senkrecht aufgebaut. Das Kabel muss unten aus dem Halter kommen. Und dazu habe ich jetzt hier einige Halter. Also zum Beispiel einen Standfuß, der aufs Dach geschraubt wird, beim Motorboot typischerweise. Das Gerät wird draufgeschraubt. Kabel wird nach innen geführt und ich habe es schön geschützt mit diesem Standfuß. Man nimmt hierfür auch Metallhalter, keine Kunststoffhalter. Dann haben wir einen Halter, wenn man es oben ans Mastende setzen kann, möchte, kann man das so draufschrauben und direkt an den Mast setzen, so dass der Mast dann hier aufhört. Sollte der Mast durchlaufen, wäre das sehr dicht am Mast und der Mast würde das einfallende Radarsignal natürlich abschotten. Deswegen gibt es auch einen weiteren Halter
Das ist der PA82. Das ist der typische Halter für solch ein Gerät. Dieser Halter wird vor dem Mast, hier ist der Mast, wird vor dem Mast geschraubt, sodass das Gerät einen Abstand vom Mast hat und auch von hinten eintreffende Signale zwar etwas abgeschottet werden, aber immer noch gute Chance haben, das auszulösen. Das wird dann hier untergeschraubt und an den Mast montiert. Eine Sache noch dazu, dieses Gerät sendet ja ein aktives Radarsignal aus, wenn es ein Radar empfängt. Das heißt, das eigene Radar kann natürlich dieses Gerät auch auslösen. Und ich bin etwas abgelenkt worden, sorry. Das eigene Radar kann das auch auslösen. Das heißt, ich setze meinen Radar, Target Enhancer oder aktiven Radarreflektor senkrecht über oder unter meine Radarantenne, die an Bord verbaut ist. Jo, das sollte es erstmal sein zum Aktiv-X von Echomax.